Es muss einfach mal gesagt werden, ich finde es großartig, mit welcher Haltung die christlichen Kirchen die deutsche Flüchtlingspolitik verteidigen, obgleich es dabei fast ausschließlich um Muslime geht und obwohl sie sich mit einer Partei anlegen, die sich selbst christlich nennt, der CSU nämlich. Jetzt hat der Kölner Kardinal Rainer Wölki der CSU vorgeworfen, sie polarisiere, sie spalte das Land und sie betreibe das Geschäft der AfD. Und Manfred Rekowski, der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, reicht ihm die Hand und wirft der CSU vor, deren Forderung, Zuwanderern aus dem sogenannten christlich-abendländischen Kulturkreis Vorrang zu geben, verstoße gegen sein Verständnis von christlicher Nächstenliebe. Das hatte prompt Wirkung. Die CSU hat diese Forderung fallen gelassen. Der Streit mit den Kirchen hat ja auch eine große Vorgeschichte. Im vergangenen Jahr schon haben 45 Ordensobere in Bayern in einem gemeinsamen Brief an Horst Seehofer gegen dessen flüchtlingsfeindliche Rhetorik protestiert. Das ist als bayerischer Klosteraufstand in Erinnerung geblieben. Und dahinter verbirgt sich weit mehr. Es ist ja keinesfalls so, dass die CSU eine Partei mit riesiger Spannweite geschlossen hinter der Parteiführung stünde in dieser Frage. Ungefähr ein Drittel der Partei, sagen Insider, ein Drittel, die sehr engagiert sind in der Flüchtlingsbetreuung, opponieren gegen die Herren Seehofer, Stoiber und Söder. Einer derjenigen, der für diese Minderheit steht, aber es ist eine bedeutende Minderheit, ist Theo Weigel, der frühere Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister. Deshalb wird dieser Streit mit den Kirchen auch, davon bin ich überzeugt, tiefe Risse im Fundament der CSU hinterlassen. Christlich-soziale Union. Die Kirchen dementieren im Moment alle drei Begriffe.